Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Ups, let's play Minecraft Stranded. Heute gehen wir ein bisschen minen, so hatte ich vor. Deswegen brauchen wir mal ein bisschen Holz, aber zuvor brauche ich noch Essen. Nee, okay, nee, diesmal doch nicht minen, weil ich brauche erstmal eine gescheite Nahrungsquelle. Und dazu brauche ich ein größeres Feld. Okay, Nahrungsquelle habe ich schon mal so ein bisschen. Das ist keine wirklich feste Nahrungsquelle. Ich brauche wirklich eine feste Nahrungsquelle. Ich glaube. Ja, ich weiß, wie es. Die Stelle ist gerade ein bisschen blöd. Ich glaube, ich weiß, wie ich es machen werde. Nicht. Ja, jetzt. Wie machen wir es am besten jetzt? Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig, die Frage. Ne, eine Sprungschaffel nicht. Deswegen schauen wir mal hier nach. Gibt es hier irgendwo Holz? Da kann man Holz gut abbauen. Ich brauche nur ein paar Sticks und dann kann ich nämlich eine Schaufel machen. Und eine Axt. Und dann können wir uns ja rein theoretisch eigentlich Steinsachen machen. Und, die wachsen. Ah, gut. Perfekt. Und dann können wir. Für 8 Sticks, reichen 8 Sticks. Ja, nehmen wir ein bisschen Stein. 1, 1, 1. Fail. Hier ist ein Sticks. Haben wir hier das da. Dann brauchen wir eine Schaufel. Und dann haben wir das hier. Dann, was brauchten wir noch? Dann bräuchten wir einfach ein Steinschwert. So, haben wir ein Steinschwert. Und nochmal eine Steinspitzhacke. So, dann haben wir erstmal die wichtigsten Stein-Utensilien. Und dann können wir jetzt nochmal hier ein 4 Fackeln machen, um hier oben ein bisschen abzuhellen. So, perfekt. 1, 2, 3, 4. Gut, ich glaube, das nehme ich auch mal mit. Ich bräuchte Pfeile. Das heißt, Federn habe ich da. Ich bräuchte nur Flint und Steel. Also Flint. Kies. Gute Idee. Upsala. Nein, ich will nicht schlafen. Gut, also jetzt. Suboptimal, weil. Ach ja. Gehen wir ein bisschen Monster Hunting. Vielleicht bekommen wir. Einen verzauberten Bogen von dem Skelett, das wäre doch ziemlich geil. Oder wir, ja, obwohl ich Mother Tree, obwohl mein Projekt Mother Tree noch läuft, muss ich einige Bäume fällen, tut mir leid. Natur, es muss sein. Oh Gott, scheiße, weg. Oh Gott, nein, gleiche Situation wie im letzten Part. Baby Zambi. Aber dieses Mal bin ich bewaffnet. Ich habe ein Steinschwert. Ein Penny. So, Baby Zombie. Dieses Mal bin ich stark genug, um zu kämpfen. Hä? Es läuft schon besser. Na bitte. Oh Gott. Okay. Wir haben hier das Gunpowder. Okay, der ist explodiert. Sand. Ah, es gibt gutes Glas. Gut. So. Jetzt, wie machen wir gehen wir am besten fort? Ich würde sagen, wir schlagen hier mal den Baum, weil der nicht relevant für mich ist. Aus dem Grund, da er nicht zu einem der spitzen Bäume gehört. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt auch darüber gehen. Okay, ich habe gerade eben überlegt. Und ja, Zombie. Bekämpfen wir nicht. Ja, bekämpfen wir dieses Mal. Dieses Mal sind wir aggressiv. Oder auch nicht. Sorry, zwei Skelette. Zwei Skelette, doppelte Erfolgschance. So. So, und jetzt wie in. Was? Ah, ja. Okay.
wie auf Robin Hood Manieren oder auf Assassinen Manieren schön von oben kommen und jetzt hier recht vorne ist natürlich immer gut. So, ich komme hier ein bisschen Holz abfarmen. Gut, perfekt. Sind wir hier. Dann können wir den Baum noch, also die, weil ich mache es nur, weil die Bäume für mich nicht relevant sind. Weil wenn die Bäume relevant wären, wäre es doch doof für mich. So, den Zombie, den töten wir da hinten, weil der stört mich. Der ist einfach nur nervig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, nein. Spider-Chokey. Oh Gott. Oh Gott. Nein, keine schwarze Spinne. Okay, okay. Chill down. Alter. Ich komme hier nicht mehr zum Farmen. Ich muss hier alles kämpfen. Also langsam komme ich mir echt vor wie in einem Ugewoll-Zombie-Film. Oder ein Holzfäller, der von Zombies attackiert wird. Wahrscheinlich waren es Gestrandete, die es nicht geschafft haben zu überleben, weil es zu schlecht war. Vielleicht haben sie ja. Sind sie ja verhungert. Oder vielleicht war hier ein verrückter Wissenschaftler. Hat seine Wut ausgelassen. Hat ein Zombie-Virus gestartet. Das kann alles sein. Deswegen müssen wir auf der Hut sein nach diesem verrückten Wissenschaftler. So, 30 Fichtenholz. Was? Fichten oder Eichen? Eichenholz. Wie komme ich auf Fichte, bitteschön? So. So, gut. Da ist noch weiter hoch. Okay. Den Baum können wir auch noch fällen. Ja, ich bin gerade dabei, viele Bäume zu fällen. Weil ich möchte hier unten auch ein bisschen Freiraum haben. Vor all den Sachen. Apfel. Oh nein. So, du bist tot, du bist tot. Nee, du hast mich gestalkt, also weg damit. So, jetzt, wie schaffen wir es am besten jetzt? Apfel, Apfel, Apfel. Okay. Apfel habe ich. Ich muss gerade überlegen. So. Das ist ja süß. Ein einzelner Baum auf der Insel. So, wie machen wir es am besten? Ja, da oben kommt eine große Festung hin. Oh Gott, den fliegen wir jetzt noch. Und ab ins Wasser. Da rein gehört. Das Creeper. Okay, nein. Okay, nein, das wird unfair. Ah, ich habe eine Idee. Töte den Creeper nun. Es tötet den Creeper. Ja. Nein. 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 Ich wollte eine Disc haben. Oh Gott, nein. Nee, ich habe nichts gesagt. Gott, bitte verzeih mir. Verzeih mir. So. Jetzt, wie schnell schaffe ich es da hoch zu rennen? Hüpfen hoffentlich schnell genug. Und, tschüssi. Scheiße, scheiße, schneller, schneller. Schaf, ich kann nicht mit dir spielen. Muss ich mit anderen suchen. Ich werde gerade verfolgt. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier hoch, um es erstmal abzusichern. Oh Gott. Schnell, schnell. Oh Gott, hier können überall Zombies sein. Hier können überall. Ich muss alles ausleuchten. Ich muss hier eine Anti-Zombie-Mob-Teil-Dingsbums bauen. Ich muss hier Katzen hinpflanzen. Ja, weil man Katzen auch pflanzt. Ich muss hier Katzen hinsetzen. Wegen all den Creepern. Das geht doch nicht weiter. So. Okay, Sicherheit, Sicherheit. Ich bin in Sicherheit. Okay, gut. Ich bin sicher. Erst einmal Erde rein. Erde rein. Ja, vor allem. Bogen. Zwei Bögen. Faden. Weizenkörner. Weizenkörner. So. So. Egal, die pflanze ich nur später an. So, jetzt erst einmal überlegen. Wie machen wir es am klügsten jetzt? Ich habe fünf Pfeile. Dann können wir doch Bogen mitnehmen. Wir könnten jetzt hier. Ich habe eine Idee. Wir nehmen ein bisschen Knochenmehl. Beschleunigen einmal das da. Voila. Schon haben wir ein bisschen mehr Kartoffeln.
Das preisen wir jedoch wieder gleich an. Hacke. Essen dahin. So, erstmal hier eine kleine Farm bauen. Unser kleiner Öko-Garten. Ja, Öko-Freaky. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Perfekt. So gefällt mir. Also so kann es doch weitergehen. So, dann haben wir hier 5 Kartoffeln. Kartoffeln? Ja, Kartoffeln. Die wir anpflanzen können. Und jo, das Tal sieht irgendwie so richtig geil aus. Also, oh Gott. Also wenn man hier. Ja. Also wenn man da so ein Schiff hinbaut. Das wird geil. Oder ein Hafen. Vielleicht kann man dann so Handel betreiben mit den Leuten. So, jetzt erst einmal hier. Bauen wir uns ein kleines gescheites Haus hier überhaupt. Was haben wir hier? So wenig Platz. Es muss doch viel, viel größer sein. Hallo? Ist noch gestrandet. Ist doch purer Luxus. Weg von der Großstadt. Können so groß bauen, wie wir wollen. In der Großstadt hat man wenig Platz. Da viele Menschen auf wenig Raum sind. So, nee. Das kommt ja nicht hin. So. So. Gut. Wir könnten hier hinten hin. Und dann dadurch ein bisschen uns nach da vergrößern. Ich muss noch überlegen, wie ich es ganz genau bauen möchte. Deswegen baue ich gerade ein bisschen darauf los, dass wir ein bisschen größeren Platz haben. Und das gerade Tag ist, fällt mir gerade auf. Ich könnte ja mal ein paar Fackeln machen. Fackeln. Ich brauche ein bisschen davon, ein bisschen. Eins noch, sehr schön. Und jetzt kann ich hier einige Fackeln machen. Einige. 64, um genau zu sein. Hier eine hin, hier und hier und hier. So. Hier. 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 Nein, das ist ein bisschen zu kurzer Abstand. Hier. 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 So, jetzt haben wir es ein bisschen erleuchtet. Und dann dafür wir hier noch. Und hier noch, um den Aufgang zu kennzeichnen. Ja. Oder könnten wir generell hier heute ein bisschen ausleuchten, weil. Ich habe keinen Bock, dass hier irgendwo hier einige Mobs spawnen, weil ich möchte das Tal hier unten schön frei haben mit Bäumen von Bäumen. Und deshalb einfach mal hier ausleuchten, dann können weniger Mobs spawnen. Das ist doch positiv für alle. Die Mobs spawnen in einer Gegend, wo sie nicht stören. Ich kann in Ruhe mein Tal zu Ende bauen. Und alle sind glücklich. Mobs können leben, ich kann weiterbauen. Und Happy End. So, könnten hier einbauen. So. Giftige Kartoffel. Bäh, gleich weg damit. Bäh. Pfeffersteak reinhauen. Ein Rumpsteak, so ein richtig schön leckeres, saftiges. So. Wir werden ja mal hier noch ein bisschen hinschauen. So. So, jetzt haben wir ein bisschen ausgeleuchtet und jetzt sollten hier im Normalfall keine Mobs mehr spawnen. Hoffentlich. Obwohl, da könnten noch welche spawnen hier. So. Ja, jetzt sollten definitiv keine Mobs mehr spawnen hier unten. Und das ist dann positiv für mich. Und ja, dieses Mal wird eine etwas kürzere Folge, da ich mir noch Gedanken machen muss, wie ich es am besten oder am dümmsten baue. Deswegen bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Ich glaube noch kurz hoch. Ach, ist ja toll. Endlich mal gescheite Fackeln. Fackeln, ne Licht. Und ich verspreche euch, die nächsten Parts werden episch. Also freue ich schon mal drauf. Und dann, wenn ich jetzt nicht mal. Was? Das ist ein bisschen eng da. Es muss anders hin. So. Dann schon mal bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.